Ja, also mein Name ist André. Ich bin der CEO der Firma GS Grading. Ich möchte mich heute ganz kurz an euch wenden und dabei die wichtigsten Fragen der letzten Wochen und Monate beantworten. Euch dabei einfach einen kleinen Einblick geben in die aktuelle Situation, in die Bearbeitungszeiten und einen kleinen Ausblick für die Zukunft. Ja, das ist wohl die meistgestellte Frage der letzten Wochen und Monate. Dabei geht es natürlich um die Bearbeitungszeit bzw. der Stand der Einreichungen des Monats Februar. Wie wir schon mehrfach mitgeteilt haben, war dieser Monat eben in Anführungszeichen der Problemmonat. Das hat einfach so war, dass in dieser Zeit sehr viele Pakete oder Karten eingereicht wurden und wir dementsprechend auch einen Aufwand hatten, der nicht so vorhersehbar war. Aktuell sind wir glücklicherweise da angekommen, dass die Februar-Einsendungen ganz am Ende angelangt sind und wir auch wirklich jetzt die letzten Züge abarbeiten und dann natürlich sofort Mitte März durchstarten möchten, der auch sehr viel war, aber mit Februar nicht vergleichbar ist. Ja, diese Verzögerung war natürlich bedingt durch den weltweiten Hype aller Bereiche. Begonnen hat es damals schon mit der Michael Jordan Doku The Last Dance. Dann kam natürlich auch der Pokémon-Hype dazu. Dann kam der komplette Hype der Trading Cards überhaupt. Viele Sammler sind natürlich dann wieder zurückgekommen zu den Wurzeln, wollten da nicht nur einen Bereich, sondern haben dann zum Beispiel Sportscard-Sammler, haben wir ganz oft gemerkt, sind dann in den Bereich Pokémon wieder ein bisschen gewechselt. Pokémon-Sammler haben dann oftmals Yu-Gi-Oh! Wieder mit dazugenommen, weil sie es aus der Kindheit kannten. Oder eben auch Sportscard-Sammler oder andersrum, Pokémon-Sammler zu Sportscards und Sportscards zu Pokémon. Das haben wir ganz oft auch selbst miterlebt. Und dabei ist halt ein sehr, sehr großer Hype auch entstanden um Trading Cards, um das Grading allgemein. Dennoch möchte ich ganz kurz ausholen, um ein bisschen auch euch Einblick zu geben in unsere Situation, um vielleicht alles auch transparenter gestalten zu können. Dabei möchte ich noch mit dem Jahr 2020 beginnen. Da war es so, dass wir bereits Ende des Jahres eine sehr, sehr große Anzahl an Einreichungen hatten. Zu der Zeit spreche ich von einer großen Anzahl von 2000 Karten. Dementsprechend konnten die gut abgearbeitet werden. Wir hatten dann geplant und damals auch öffentlich auch so gesagt, dass wir im Dezember eine Weihnachtspause einlegen möchten. Wir möchten danach das Jahr Revue passieren lassen. Wir möchten unsere internen Bilanzen ziehen und dann gucken, wie wir uns breiter aufstellen. Das haben wir alles getan, haben auch bereits fürs neue Jahr dann relativ früh angekündigt, dass wir umziehen werden. Im Umzug von neuen Büros haben wir gemerkt, es macht gar keinen Sinn. Wir machen uns noch größer. Wir haben dann eine komplette Etage angemietet, wo wir auch im Video von The Zero of Time und der Siebes ganz gut sehen konnte. Haben in der Zeit neue Cases produziert bzw. produzieren lassen, haben uns eigene Laser angeschafft, haben Personal eingestellt, haben uns so weit vergrößert, sodass alles, wirklich komplett alles abgedeckt wäre. Und ich sage ganz bewusst wäre, denn dann kam der 2. Februar, als wir wieder geöffnet haben und das Einreichen zugelassen haben. Wir haben zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mit 3.500 bis 4.000 Karten pro Monat gerechnet. Dafür waren wir so aufgestellt, dass wir die Bearbeitungszeiten von 8 bis 10 Wochen hätten halten können. Ist ja gar kein Problem gewesen. Allerdings kam dann der bekannte Problemmonat in Anführungszeichen mit mehr als 25.000, knapp 30.000 eingereichten Karten binnen eines Monats. Im Nachhinein oder auch zu der Zeit wurde dann auch relativ schnell klar, dass wir diese Mengen so nicht stemmen können. Wir haben direkt nochmal Personal eingestellt. Wir haben auch Ende Februar ein neues System in Auftrag gegeben, was dann auch zum Ende des Monats noch gefruchtet hat. Wir haben alle Weichen dafür gestellt zu diesem Zeitpunkt, um eben auch zukünftig die Zeiten minimieren zu können. Allerdings waren diese Mengen so extrem,
dass wir zu der Zeit das gesamte Personal mit Aufpacken der Pakete, mit Erfassen der Karten, sodass auf keinen Fall irgendwas schiefgehen konnte. Es durfte nichts vertauscht werden. Es darf immer nur ein Paket auf dem Tisch stehen, so wie ich das damals auch im Video schon gesagt hatte. Und aufgrund diesen Vorgaben, die wir intern haben, mussten wir das komplette Personal wochenlang wirklich dafür gebrauchen, in Anführungszeichen, zum Öffnen der Pakete, was natürlich wiederum hinten raus schon einen Rattenschwanz verursacht hat. Und wir dann im März schon gemerkt haben, wir müssen was ändern, haben uns nochmal vergrößert, haben neue Creator eingestellt, wobei ich hier auch gleich dazu sagen möchte, dass es bei uns im Unternehmen einfach so ist, dass ein Creator ganz gezielt ausgesucht wird. Wir holen uns die Mitarbeiter aus den Bereichen, wo wir sie benötigen, die auch schon Vorerfahrung haben, Vorkenntnisse haben. Allerdings bilden wir jeden Creator bei uns im Unternehmen selbst aus. Dies dauert in der Regel 6 bis 8 Wochen. Wenn man dann beispielsweise rechnet, die unvorhersehbar große Zahl an Einreichungen im Monat Februar, die Veränderung bereits im Monat März mit mehr Gradern, die 8 Wochen Ausbildungszeit unserer Grader, dann kann man schon rechnen, dass wenn ein Grader Mitte März eingestellt wurde, dass er erst Mitte Mai dementsprechend einsetzbar war. Dennoch kamen ja beide Pakete an. Weiterhin mussten wir uns intern weiterbilden. Wir hatten zwischenzeitlich mit Corona-Fällen zu kämpfen, nicht intern, aber bei unseren Produktionsfirmen, sodass da auch wieder teilweise 1 bis 2 Wochen Verzögerung drin waren bei der Produktion der Cases. Wir haben zu dem Zeitpunkt alles versucht, weiterzuarbeiten. Wir haben alles getan, um unsere Arbeit machen zu können, dass sobald die Cases eintrafen, wir auch wieder da sofort ansetzen können. Wir haben wirklich alles versucht, um die Zeiten zu minimieren. Wissen aber auch, dass vielleicht die ein oder andere Entscheidung jetzt im Nachhinein definitiv anders zu treffen wäre. Dieses ist uns auch ganz bewusst oder mir auch ganz bewusst. Und das nehme ich auch ganz klar auf meine Kappe im Nachhinein, weil ich eben als CEO und Gründer der Firma auch für die Firma stehe. Was ich allerdings garantieren kann, ist, dass wir zukünftig derartige Bearbeitungszeiten nicht mehr anbieten werden, da wir bereits jetzt schon alle Weichen gestellt haben, um die komplette Bearbeitungszeit, nachdem der Rattenschwanz Februar, März, April komplett abgearbeitet ist, so gestalten können, dass es für alle Kunden im Bereich des Normalen sein wird. Davon spreche ich circa eine Bearbeitungszeit von 10 bis 12 Wochen, die wir anstreben, maximal. Wenn es dann letztendlich schneller geht, umso schöner. Aber wie gesagt, alle Weichen sind gestellt. Ich habe zum Spaß einfach mal durchkalkuliert. Ich habe den Monat Februar und März außen vor gelassen. Dann hätten wir Stand heute mit der Kapazität des Personals, mit der Kapazität der Maschinen, die wir haben, mit der Kapazität, der Höchstkapazität an eingereichten Karten, die wir uns gesetzt haben, hätten wir derzeit eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen. Allerdings, wie gesagt, gilt es erst, den Rattenschwanz aus Februar abzuarbeiten. Dazu gilt es natürlich auch, die Zahlen so zu planen, dass wir an dem höchsten Level angelangt sind. Und darauf richten wir dann Ende des Jahres, sobald wir wieder öffnen können, für alle Kunden unsere Bearbeitungszeiten aus. Sollte nochmal in der Richtung was passieren, dass so ein Hype nochmal einsetzt, werden wir diesmal frühzeitig auch den Schlussstrich ziehen. Wir werden frühzeitig die Begrenzung setzen, sodass wirklich sowas wie aktuell bei uns passiert ist oder eben auch bei PSA oder BGS, dies nicht nochmal vorkommen wird. Auch habe ich die Statistiken geprüft. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt auch zu den Amerikanern, zu den genannten Amerikanern, zu SGC zum Beispiel oder auch zu PSA. Ich habe die Zahlen mal analysiert und was man auch ganz klar sagen muss, wir hatten prozentual im Februar, als PSA den Service eingestellt hat, hatten wir prozentual eine größere Steigerung oder eine enorm größere Steigerung als PSA und BGS. Natürlich nicht auf die Gesamtzahl der Karten gerichtet, da sind natürlich die Amerikaner jenseits von Gut und Böse, möchte ich mal sagen, aber prozentual gesehen hatten wir als Gold Standard Trading eine größere Steigerung als die Amerikaner. Wenn man das alles ein bisschen in Relation sieht, ist vielleicht auch verständlicher, warum man aktuell
oder in den vergangenen Monaten die Situation hatte, die oder in der wir uns dann befanden und weiterhin oder auch versucht haben, immer Lösungswege zu finden, die für uns und auch für die Kunden oder viel, viel wichtiger für die Kunden irgendwo akzeptabel sind. Wohlwissend, dass die Bearbeitungszeit natürlich nicht schön ist, wir aber zukünftig diese wieder minimieren werden. Ja, diese Frage wird uns auch relativ häufig gestellt. Es ist tatsächlich so, wenn ich beispielsweise einen Auftrag am 1.9. abgebe, ich sende mein Paket direkt am 1.9. los und DHL liefert das Paket bei uns am 3.9. aus, dann versuchen wir am 3.9. auch die Auftragsbestätigung bzw. die Ankunftsbestätigung ins System einzupflegen und ab diesem Tag wird auch bei uns die Karten im System geführt. Das heißt, wir führen die Karten nicht zu Auftragsbeginn, sondern tatsächlich am Tag des Paketeingangs. Das hat einen Hintergrund auch, dass in der Vergangenheit viele Leute beispielsweise am 20. Februar einen Auftrag abgegeben haben und die Karten aber erst Ende März geschickt haben. Dementsprechend kann es ja nicht sein, dass so jemand dann im Februar einsortiert wird für die Bearbeitung, sondern natürlich auch erst im März. Sonst würde das Ganze ja keine Relation mehr haben und sich alles verschieben, verzögern und keiner hätte mehr einen Überblick. Deswegen ist bei uns ganz klar geregelt, Tag des Paketeingangs ist auch der Tag, wo bei uns die Bearbeitung beginnt. Ja, diese Frage wird uns tatsächlich auch des Öfteren gestellt. Und zwar möchte ich mich dazu auch ganz kurz äußern. Es ist tatsächlich so, dass einige wenige Karten aus dem Monat März bei uns schon bearbeitet wurden. Weshalb dies letztendlich so war, konnten wir nur in Teil nachvollziehen. Wahrscheinlich wurden diese Pakete, die dann ausgepackt wurden und bei uns Tag für Tag einsortiert werden, aus irgendeinem Grund aus Versehen ins falsche Regal gestellt. Ich sag mal, eine Position weiter rechts oder eine Position weiter links kann natürlich schon 5-6 Tage ausmachen. Oder eben eine Position weiter unten oder weiter oben sind wir auch schon im Bereich von 3-4 Wochen. Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, nach der Prüfung, dass diese Karten, warum auch immer, vielleicht dann eine Position zu tief einsortiert worden sind. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben alles komplett geprüft und es handelt sich tatsächlich um Einzelfälle und alles ist tatsächlich Stand heute wieder da, wo es sein sollte, sodass nichts mehr früher oder später bearbeitet wird, als es sein sollte. Wir arbeiten tatsächlich alles tagesaktuell ab, das heißt Einreichung oder Paketeingang 20. Februar steht alles im gleichen Regal. Nächster Tag wäre der 21., 22. natürlich aufsteigen, genauso heute immer noch. So wollen wir arbeiten und dies ist das, was unsere Vorgabe intern ist. Natürlich können Fehler immer mal passieren, was in dem Fall vielleicht 2-3 Mal vorgekommen ist. Wobei man sagen muss, wenn man vielleicht 5 Karten aus dem Monat März gegradet hat, bei einer Anzahl von 40.000 Karten oder 50.000 Karten, die eingereicht wurden, pauschal gesagt, ist natürlich die Fehlerquote zum Glück noch gering. Dennoch wollen wir die weiterhin natürlich minimieren oder gar nicht zulassen. Wir haben zum einen die Kunden, die Karten einreichen, zum anderen haben wir eine Art Partnerverträge, wo beispielsweise Firmen oder auch Privatkunden monatlich eine bestimmte Anzahl an Karten einreichen, beginnend mit 60 Karten aufwärts. Da muss man auch sagen, haben wir zu Beginn des Vertrages mal vereinbart, eine 6-wöchige bis 8-wöchige Bearbeitungszeit, auch natürlich in der Regel. Zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass die Bearbeitungszeit für alle Kunden im gleichen Rahmen war. Aufgrund des Hypes, der eingesetzt hat, mussten natürlich die normalen Kunden in Anführungszeichen, aber auch die Vertragspartner sehr, sehr viel länger warten. Bei den Vertragspartnern ist aktuell auch eine Bearbeitungszeit von 4 bis 5 Monaten. Von daher ist es aber auch so, dass wir jetzt die Februar-Einsendung der Vertragspartner abarbeiten konnten und wir uns da bereits im März befinden. Allerdings ist es auch so, dass dies separat bearbeitet wird und nicht den normalen Grading-Prozess oder das normale Grading der anderen Kunden beeinträchtigt. Dies haben wir getrennt.
und wollen es auch weiterhin getrennt bearbeiten, sodass wirklich die Kunden, die einreichen, wirklich dann auch so bearbeitet werden und wir nichts dazwischen schieben von Vertragspartnern und diese schneller bearbeitet werden. Dies sind zwei verschiedene Baustellen, die wir auch ganz gezielt so geschaffen haben und auch trennen möchten, sodass wir zum einen die Vertragspartner in ihrem einigermaßen normalen Abstand createn können und zum anderen aber auch die Kunden, die normal anreichen, nicht beeinträchtigt werden von Vertragspartnern, die dann schneller bearbeitet werden oder kürzer bearbeitet werden. So können wir beiden Gruppen gerecht werden und auch wirklich beiden Gruppen ihre Bearbeitung so gewährleisten, wie es sein soll. Ich möchte mich nochmal bei allen Kunden und bei allen Viewern bedanken für die Geduld, für die verlängerten Bearbeitungszeiten. Ich möchte mich zugleich auch entschuldigen, dass es überhaupt zu diesen verlängerten Bearbeitungszeiten kam. Wie gesagt, wir möchten in Zukunft, wir werden es auch in Zukunft so gestalten, dass die Bearbeitungszeiten wieder minimiert werden. Wir widmen jetzt die komplette Kraft und dadurch auch die weitere Einschränkung im aktuellen Monat auf nur 300 Karten. Wir widmen die komplette Kraft der Abarbeitung der letzten paar Februarkarten und der Karten des Monats März und Aprils, sodass wir hier wirklich jeden Tag aktuell in der 6-Tage-Woche seit Monaten daran arbeiten, um dies wirklich in den Griff zu bekommen, um euch alle recht zeitnah zufriedenstellen zu können. Bitten auch weiterhin noch um etwas Geduld. Wir geben unser Bestes. Wir verschicken täglich massenweise an Karten und wir wollen auch diese Zahl weiter steigern. Für mich ist immer ein Fortschritt muss erkennbar sein. Und Stillstand ist eigentlich ein Rückschritt. Das ist so, wie wir arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Ausblick oder auch Einblick geben und hoffe, weiterhin euch als Kunden begrüßen zu dürfen und auch weiterhin das Grading als Goldstandard Grading auf dem Level zu halten, wo wir aktuell sind. Und das verspreche ich euch. Wir werden weiterhin da sein. Wir werden weiterhin Gas geben. Wir werden die Qualität hochhalten. Wir werden auf gar keinen Fall die Qualität einschränken, um schnellere Bearbeitungszeiten anbieten zu können. Für uns ist die Qualität das höchste Gut, auch wenn wir zwischenzeitlich natürlich auch Kunden ein bisschen ja, verärgert haben aufgrund der verlängerten Zeiten. Ist es aber so, wenn die Karten zurückkommen, sind diese umso glücklicher, dass wirklich nichts am Grading geändert wurde, sondern alles standardisiert bleibt von Tag 1 bis Tag heute. Danke an alle und bis bald.